geschlachtet, Berlin. Und alle kriegen das, was sie verdienen. Egal wie schnell du rennst, vor Gott kannst du nicht fliehen. Inshallah, deine Sünden werden verziehen. Gana boy say, he want marry me, oh. I hope say, sabi kuku wache. Hope your love goes sweet past the shit, oh. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr gelesen habt, stelle ich euch heute wieder ein paar neue Haare vor. Ja, das sind diese Haare. Vorab möchte ich sagen, wenn euch solche Videos gefallen, wo ich meine neuesten Haare oder sonst irgendwas vorstelle, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Vergesst nicht unten meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann würde ich mal sagen, beginnen wir direkt mit diesem Video. Also Leute, erster Fakt, dieses Mal sind diese Haare Echthaar. Ja, das sind Echthaar. Ich werde ab und zu hier raufschauen, um euch alle Fakten über die Haare zu nennen. Ich habe die Haare von AliExpress. Wie immer, ich habe euch gesagt, ich probiere gerne neue Sachen aus. Und über AliExpress kriegt man echt günstige Haare, gerade wenn man sich gerade ausprobiert. Also der Name von dem Store auf AliExpress heißt RXY Official Store. Also, Fakten über die Haare. Das sind Brazilian Body Wave. Ja, die sind gerade glatt, weil ich sie glatt gemacht habe. Die kamen wirklich in so ein Body Wave. Und es ist ein 360 Grad Frontal, also Wig. Ja, 360 Grad Wig würde ich sagen. Das heißt, 360 Grad, er hat Lace von hier, nicht nur von Ohr zu Ohr, sondern auch hier hinten, dass man halt sowas machen kann, wie ich gemacht habe. Aber ich habe hinten das nicht gemacht. Ich habe nur vorne gemacht und hey. Und ich habe die Haare in der Länge 24 Inch. Die kommen mir bis zum Bauchnabel ungefähr. Ich bin 1,60 Meter, damit ihr Bescheid wisst. Da steht, also bei den Haaren steht, dass sie vorgezupft sind. Pre-plucked. Ich werde das jetzt nicht näher darauf eingehen. Die, die Ahnung davon haben, wissen Bescheid. Ansonsten werde ich auf jeden Fall nochmal so ein Video dazu machen. Pre-plucked, Baby Hair und sind Remy Hair steht hier. Die Farbe ist ein natürliches Braun, aber ich finde, das ist eher schwarz. Also es ist wirklich sehr dunkel. Okay, in der Sonne wirken sie etwas bräunlich, aber sie sind ganz schön dunkel. Und ich habe dafür bezahlt 149,79 €. Ist viel Geld, aber es ist halt echt Haar. Die Perücke hat 4 Kämme. Einen in der Mitte, 2 außen und einen hinten. Und noch dieses Elastikband, wie immer. Haben viele Perücken. Ich habe einen recht großen Kopf durch meine Stirn und ich muss sagen, die Perücke hat jetzt auch nicht so gut gepasst. Also wenn ihr wirklich einen großen Kopf habt, dann bestellt lieber Haare, die größer sind. Ich habe gesehen, bei denen kann man die anschreiben und sagen, die sollen einen Cap geben, das ein bisschen größer ist, zum Beispiel ein M. Dafür muss man ein bisschen mehr zahlen, aber whatever, wenn man das haben möchte. Ich habe einfach das bestellt, was jetzt dir war. Und wie gesagt, ist Lace to Lace. Ich habe Baby, also die haben Baby Hair gehabt. Ich musste das aber nochmal selbst nachzupfen, damit. Und es ist noch nicht perfekt. Deswegen, Leute, gibt es noch kein Video dazu, irgendwie, wie ich angeblich Baby Hairs zupfe, weil ich kann das noch nicht so gut. Und ich möchte euch nicht irgendwas zeigen, was danach Trash ist. Deswegen gibt es bis jetzt noch kein Video dazu. Aber ich habe so ein bisschen was gemacht. Ihr seht. Ja. Jetzt kommen wir. Die Haare sind relativ gut, ne? Ich zeige euch mal hier mal so ein Bild. Da habe ich die Haare selbst lockig gemacht. Dazu wird es auch ein Video geben. Wenn es schon online ist, dann verlinke ich es unten. Ansonsten wird es bald noch kommen. Auf jeden Fall auf dem Bild hatte ich die lockig gemacht. Es war auch alles in Ordnung. Die lassen sich sehr, sehr gut lockig machen. Die lassen sich auch sehr gut glätten. Aber das Glätten, finde ich, ist echt. Die wirken so, als hätte ich sie so geglättet und wäre rausgegangen bei Regen. Und die wären so ein bisschen puffig geworden, obwohl ich sie geglättet habe. Das finde ich so ein bisschen kacke. Die sind nicht so silky milky. Ne? Silky straight. So sind die nicht. Dann Haarverlust. Oh mein Gott, diese Shedding nennt man das auf Englisch. Diese Haare sind sehr, sehr schlimm. Ich weiß nicht, ob es durch dieses Lace-Färben kam. Ich habe keine Ahnung. Einfach mega, 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 mega schlimm. Das kann ich euch dazu sagen. Und ich weiß nicht. Die Haare an sich sind schon dünn. Meistens, deswegen mag ich eigentlich nicht fertige Perücken kaufen, sondern mache sie meistens selber.
Weil man muss davon ausgehen, dass die Haare wirklich so dünn sind. In der Kamera kommen die ganz gut rüber. Die haben auch eine wirklich natürliche Länge. Also nicht natürliche Länge, natürliche Dicke. Sehr natural, aber wenn man ein bisschen mehr will, sollte man sich die Perücke auf jeden Fall nicht holen. Die war von Anfang an wirklich dünn. Die hat wirklich dünne, dünne Haare. Dadurch, dass sie so puffig sind, wirken die ein bisschen mehr, aber in Wahrheit sind die wirklich sehr, 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 sehr dünn. Richtig dünne Haare. Ja, Leute, ja, das waren eigentlich so die zwei oder, also dünne Haare, Schäden und dass es mir nicht so richtig passt. Das sind so drei Punkte, die ich abziehen muss. Deswegen von 10 Sternen würde ich der Perücke 7 geben. Und ich habe sie seit 2 Tagen. Wenn ich ein Update dazu machen soll, dann gebt dem Video einen Daumen hoch auf jeden Fall. Dann würde ich nochmal in 1-2 Monaten ein Update dazu machen und euch erzählen, wie es sich entwickelt hat mit den Haaren. Wenn ihr Fragen habt irgendwie, stellt sie gerne unten in meiner Kommentarbox. Und dann würde ich mal sagen, Leute, war's das mit dem Video. Alle Infos findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Ja, und dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns einfach beim nächsten. Peace!